Da hageln wirklich die Schüsse, richtig ist das laut, meine Herren. Und dann auch die Kanonen. Wer soll denn da noch durchblicken? Ein gestrandetes Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal wieder Napoleon Total War und zwar als die Preußen. Wir haben hier heute eine riesige Armee aufgestellt und befinden uns hier gerade mitten im Dschungel. Aber das soll nicht vom Feind ablenken, den wir heute bekämpfen wollen. Und zwar Dänen, Niederländer und Schweden gleichzeitig. Die haben sich hier gegen die Preußen verbündet und führen hier scheinbar einen Kolonialkrieg gegen uns. Ich stelle hier gerade schon ganz, ganz schnell meine Armee auf, denn die ist auch so gewaltig. Aber das ist klar, denn sie muss gegen drei Nationen gleichzeitig gewinnen. Und die sind alles andere als schlecht ausgestattet, wenn man sich das hier mal so anschaut. Also, die kommen ja aus aller Herren Länder und sind mit den besten Waffen ausgestattet, die sie hier überhaupt zur Verfügung hatten. Und hier hinten beginnen sogar schon die Artillerieeinheiten mit dem Beschuss. Ich selbst habe berittene Artillerie ausgesucht, damit wir besonders mobil sind in dieser Schlacht. Denn bei einem so großen Schlachtfeld kann es nicht schaden, die Artillerie auch mal an anderen Orten einzusetzen. Hier kommen die Truppen auch schon ganz schön schnell angelaufen. Die Niederländer machen hier richtig Druck. Und deswegen muss ich jetzt ganz, ganz schnell meine Artillerie in Stellung bringen, dass wir sofort mit dem Beschuss beginnen können. Hier vorne beginnen meine Schützen jetzt auch schon mit dem Beschuss. Die haben wirklich eine riesige Reichweite und können den Schweden hier direkt schon Verluste zufügen. Da hageln wirklich die Schüsse, richtig ist das laut, meine Herren. Und dann auch die Kanonen. Wer soll denn da noch durchblicken? Einziges Problem, sie stehen mitten in meiner Artillerie und fügen meinen eigenen Leuten hier hohe Verluste zu. Das darf natürlich nicht sein. Da sollen sie sofort mal das Feuer einstellen. Wie sieht's hier vorne aus? Treffen meine Kartätschen? Das ist jetzt sehr wichtig, denn die hier verstehen keinen Spaß. Na los, stopft schneller die Kanonen, es muss hier ordentlich geschossen werden. Was soll denn das sonst werden? Das wird wumsen, hoffe ich mal. Feuer frei. Oh ja, da werden sie ordentlich über den Haufen geschossen, so soll das aussehen. Nun wird auch schon im Zentrum fleißig gekämpft. Hier sogar Kavallerie der Feinde mitten in unseren Reihen. Da hätte ich aufpassen müssen und wahrscheinlich eher ein Karree bilden sollen. Und auch unsere Kavallerie schlägt sich hier schon mit dem Feind, haut alles drauf, was sie hat. Und ich denke, jetzt lasse ich sie mal in vollem Sturm hineinreiten, damit sie richtig Verluste zufügen können. Los geht's, in die Bäume, in die Dickicht, was? In das Dickicht natürlich. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt eine Chance haben, denn die Feinde rücken hier wirklich in einem Rekordtempo vorwärts. Und ich ziehe meine gesamte Armee jetzt erstmal zurück. Und ich lasse jetzt auch meine Infanterie erstmal ein paar Karrees bilden. Vielleicht können sie dann gegen die Kavallerie bestehen. Denn ich habe das Gefühl, wir werden hier ganz schön aufgerieben von den Feinden. Was ist denn das für ein Gefecht? Das ist ja wie auf diesen alten Malereien, wo man überhaupt nichts erkennen kann, weil überall Rauch ist. Ja, und unsere erste Artillerieeinheit ist jetzt auch schon auf dem Rückzug. Oh Gott, das ist wirklich die größte Schlacht, die wir hier jemals hatten. Wer da den Überblick noch behalten kann, den bewundere ich auf jeden Fall. Was sind das auch für Grenadiere, die einfach nur in den Nahkampf laufen? Man kann nicht immer nur mit dem Bajonett draufgehen. Man muss auch mal ein bisschen aus der Entfernung feuern. Okay, unsere Kavallerie schlägt sich hier vorne auch noch recht gut. Da sind noch nicht so viele Pferde gefallen. Da hoffe ich auch noch auf einen Sieg. Ich baue jetzt hier hinten erstmal ein Karree auf und hoffe so, die Dänen aufhalten zu können. Ich habe das Gefühl, Karrees sind hier wirklich die einzige Möglichkeit, gegen die Feinde zu bestehen. Wie sieht's hier hinten aus? Ja, hinten hatten wir nur Gewehrschützen. Was sollen die denn hier ausrichten? Die werden gerade von schwedischer Kavallerie überrannt. Also der Feind hatte wirklich viel zu viel Kavallerie. Dagegen konnte ich überhaupt nichts machen. Die vereinigten Truppen sind hier wirklich viel zu stark. Da habe ich überhaupt keine Chance gegen. Und jetzt fällt auch noch mein Karree zusammen. Die Truppen geben auf. Alle fliehen sie in sämtliche Himmelsrichtungen. Es sind auch wirklich viel zu viele Feinde. Sie haben noch ganze Trupps, die unbeschadet sind. Ich ziehe jetzt ja auch nochmal mein Leibregiment zurück. Die müssen sich mal in einer geraden Linie aufstellen, damit sie nochmal ordentlich Feuerkraft beweisen können. Jetzt bin ich aber gespannt. Sobald die Feinde in Reichweite sind, müssten sie doch anfangen zu schießen, oder? Ah, erstmal müssen sie natürlich nachladen, das war klar. Aber jetzt sind sie alle bereit und jetzt können sie bestimmt alle gleichzeitig feuern, oder? Ja! Wunderbar, so sind die Preußen drauf. Und jetzt in die Hocke, nächste Reihe. So muss das aussehen.
Okay, ein wenig Schaden können wir hier noch anrichten. Meine Männer werden auf jeden Fall nicht fliehen. Das sind Preußen, die werden bis zum letzten Mann kämpfen. Genauso wie das Braunschweiger Regiment, was sich hier hinten noch gefangen hat. Das soll auch direkt wieder in den Kampf. Aber jetzt wird auch noch unser General angegriffen. Blücher muss sich jetzt im Nahkampf auch noch verteidigen. Also ich habe wirklich das Gefühl, wir verlieren hier. Aber nur so ein leichtes Gefühl. Ich stelle meinen letzten verbliebenen Widerstand mal nochmal etwas schicker auf. Vielleicht können sie ja nochmal ein wenig Schaden zufügen. Unsere Männer fliehen, Sir. Unser General ist auch gerade gefallen. Na toll. Ja, wunderbar. Meine Preußen schießen nochmal. Also jeden Dänen, jeden Schweden und jeden Niederländer, den ihr noch trefft. Das ist ein Gegner weniger für die nächste Schlacht. Und dann werden wir mit einer neuen Armee auftreten. Okay, zieht euch zurück. Zieht euch zurück nach Berlin. Alle Hoffnung ist verloren, Sir. Dieser Kampf ist fast vorbei. Und so haben wir leider verloren. Wir können sehen, unsere Armee war auch zahlenmäßig eindeutig unterlegen. Allein die Niederländer hatten mehr Soldaten oder ungefähr gleich viele Soldaten wie wir. Und deswegen ist es keine Schande, auch mit hohen Verlusten aus diesem Gefecht zu gehen. Das ganze Gefecht war natürlich ein harter Rückschlag für die Preußen, aber sie haben nochmal alle ihre besten Truppen mobilisiert, nur die stärksten Grenadiere ihres Landes, und die Dänen haben auch alle ihre Verbündeten inzwischen verloren, da die Verluste bei der letzten Schlacht sehr, sehr hoch waren. Deshalb ist der Plan nun, sie in einem offenen Feld zu stellen mit ausreichenden Siegesbedingungen. Das heißt, unsere Armee stellt sich jetzt erstmal in einer sehr, sehr langen Linie auf, damit genug Feuerkraft vorhanden ist. Und meine Kavallerie werde ich als eine Art Geheimwaffe in der Hinterhand behalten. Oh Gott, und die Dänen schicken bereits ihre Kavallerie ins Feld. Also der Kavallerie kann ich wirklich nur viel Glück wünschen. Denn wenn die jetzt gleich in Reichweite unserer Infanterie sind, ich weiß nicht, ob da noch so viel von denen übrig bleiben wird. Ich sage mal, Infanterie, Feuer frei. Ach, das ist berittene Kavallerie, die auch noch Gewehre hat. Ja, Kavallerie ist meist beritten, aber Gewehre haben sie auch noch. Naja, ist ja nicht so schlimm. Schon 15 Verluste nach der ersten Salve. Und es geht ja auch immer weiter. Ich meine, wir haben ja noch ordentlich Kapazitäten. Die Pferde werden nicht so leicht davonkommen. Und für den Fall, dass sie jetzt auch noch denken, sie könnten auf den Nahkampf kommen, werde ich jetzt schnell ein Karree bilden. Unser General wird angegriffen. Unser General wird in diesem Fall kurz angegriffen, deswegen werde ich ihn kurz verlagern. Und so ist es hier. Die Kavallerie geht in den Nahkampf, aber durch meine weise Vorabarbeit können sie in das Karree laufen und werden hier nicht viel erreichen. Und jetzt geht es ja auch gleich auf dem offenen Feld weiter, denn die dänische Leibgarde ist jetzt auch eingetroffen und wir können das Feuer eröffnen. Und so haben wir mal eben die Kavallerie auf der rechten Flanke abgewehrt und können jetzt mit unserem General unsere Truppen nochmal ermutigen, bevor wir ihn schnell in die sichere Entfernung zurückziehen. Und jetzt bleibt uns ja eigentlich nur noch übrig, mit unserer Kavallerie den Feind komplett zu überrennen. Ja, und unsere Reiter mischen hier den gegnerischen General ganz schön auf. Wir haben den General getötet, Sir. Jetzt werden sie aufgeben. Und da ist der General auch schon tot. Das ging schnell. Und jetzt gehen die Dänen nochmal richtig auf Konfrontation, indem sie extra dicht kommen. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, denn ich glaube, dadurch treffen meine Männer einfach nur besser. Und ich glaube, die Reste der Dänen können wir jetzt mit meiner Kavallerie wirklich wegputzen. Und schlussendlich haben wir dann doch noch gesiegt. Deswegen bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuschauen. Lasst doch jetzt ein Like und ein Abo da, schreibt einen netten Kommentar und schaut euch noch mehr Videos an, die jetzt hier auftauchen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.